Hi Leute, ich wollte euch heute mal in diesem Video zeigen, wie ihr die Desktop-Oberfläche E18 Enlightenment, also Erleuchtung, installieren könnt. Ich habe mal ein Video namens über Boti Linux gemacht. Da wurde E17, der Vorgänger der Version, als Standard-Desktop eingesetzt. Ja, jetzt ist die nachfolgende Version E18 im Dezember 2013 erschienen und das wollte ich euch ganz gerne mal zeigen, wie ihr das hier unter Ubuntu installieren könnt. Dazu öffnet erstmal ein Terminal, das mache ich mit STRG ALT und T und gebe dort ein sudo add-apt-repository ppa:// /ppa. Enter. Passwort eingeben. Enter. Dann nochmal Enter. Dann sudo apt minus get update. Bisschen warten, bis das durchgelaufen ist. Das kann eine kleine Weile dauern. So, sobald das durchgelaufen ist, gibt er ein sudo. Ups. So, sudo apt-get install enlightenment Oh, das ist schwer zu schreiben. Enlightenment. So. Ja, die kompletten Befehle werde ich natürlich in die Beschreibung setzen. Dauert jetzt ein bisschen, das herunterzuladen. So, sobald das fertig heruntergeladen ist und installiert ist, schließt ihr das Terminal, meldet euch ab. Denn hier diesen Kreis mit dem Ubuntu-Logo drin. Klickt einmal drauf und könnt dann die andere Arbeitsflächenumgebung auswählen. Gebt ihr das Passwort ein und schon habt ihr Enlightenment. So, klicken wir jetzt mal durch. Weiter. Tastatur soll auch Deutsch sein. Wo haben wir denn? Ein bisschen Deutsch. Nee, dann German haben wir das denn bestimmt hier. German Computer. Yep. Ich nehme dann die Größe hier, völlig in Ordnung. Das erste. Das lädt es, wie man hier unten sieht. Hardware beschleunigt, nehme ich mal. Ja, durchklicken. So. Ups. Ja, es ist auf einer virtuellen Maschine, das ist ein bisschen doof, weil ich hier nicht richtige Hardware-Beschleunigung habe. Mittel. Speichern. Speichern. Sonst gefällt mir die Oberfläche wirklich sehr gut. Jetzt habe ich auch keine. Gut. Ja, doch, genau. Ja, gefällt mir sehr gut die Oberfläche. Hat ein bisschen was, aber da muss noch was getan werden, finde ich. So, das wäre es denn auch schon, wie man Enlightenment unter Ubuntu 13.10 installieren kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst euch nicht für dieses grafisch vieler Zeug hier beeinflussen. Bis dann!